So, we are just about to start, and I think because of the audience, everybody speaking German, I prepared the slides in English, so you can read in English, but I maybe switch then to German. It's much easier for me to speak and maybe also for you to listening. So, herzlich willkommen zu unserem Vortrag. Ich stehe hier mit meinem lieben Kollegen, mit dem Sudip Adikadi auf der Bühne. Und wir freuen uns natürlich, dass wir beim VDMA heute einen Vortrag halten können. Sie werden auch gleich sehen, warum da oben IDTA steht. Ich werde das kurz vorstellen und nicht VDMA. VDMA-Logo kommt aber noch, werden wir auch gleich sehen. So, also zu unserem Vortrag, Demonstrating the Latest Industry 4.0 Architecture for Factory Automation. Wir fokussieren auf die Factory Automation mit dem, was wir heute zeigen wollen. Und wir möchten Ihnen gerne zwei Dinge zeigen, und einmal ist es eben die sogenannte Asset Administration Shell. Die Asset Administration Shell hat viel zu tun mit dem digitalen Zwilling, und auf der anderen Seite möchten wir Ihnen die Möglichkeit der Konnektivität, der Verbindung mit den OPCOR Companion Specifications zeigen. OPCOR Companion Specifications, haben wir schon viele Vorträge hier gehabt, was das ist, was es leisten kann, und wir haben, wie gesagt, eben eine neue Architektur aufgebaut, dass wir ein schönes Informationsinterface haben, ein durchgängiges Informationsinterface, das eben auch die OPCR Companion Specs sozusagen anschaltet in die Asset Administration Shell. So, ich möchte aber auch die Gelegenheit nutzen, um uns die IDTA ein bisschen vorzustellen. Wir sehen erstmal hier das Board of Directors, und vielleicht erkennen Sie in der Mitte meine Person. Ich bin also eben auch der Vice President der IDTA. Und wenn ich so auf die nächste Folie komme, dann sehen wir schon das erste Mal das VDMA-Logo. Warum? Und zwar aus dem Grund, ich habe meine Aktivitäten 2015 im Bereich der Industrie 4.0 gestartet. Und zwar, um OPCR Companion Specifications real werden zu lassen. Und das habe ich getan eben im VDMA R&A. Da sind wir heute zu Besuch auf dem Stand. Und wie Sie sehen, bin ich dort auch engagiert im Board, schon viel zu lange, wie man sieht, 2006, 2009. Bin also schon sehr lange beim VDMA R&A dabei und auch ein Stück weit dafür verantwortlich, das kann man hier dran sehen, OPC Vision Initiative, diese ganzen OPC Companion Specs auch zu starten. Ja, vielleicht ist Ihnen auch schon aufgefallen, dass das Bild sich ein wenig verändert hat. Das hat zwei wesentliche Gründe. Das eine ist, ich sehe viel besser aus. Das zweite ist, es zeigt schon ein wichtiges Feature der Asset Administration Shell. Das heißt, wenn wir digitale Zwillinge, und das Bild von mir ist ja auch ein Stück digitaler Zwilling von mir als Mensch. Und Sie sehen schon, da gab es eine Nachbesserung. Ja, die Nachbesserung ist hier in der Optik zu sehen. Der digitale Zwilling hat das aber nicht erfasst. Und es ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass während des Lebenszykluses auch Live-Daten die Asset Administration Shell den digitalen Zwilling immer wieder up-to-date halten. So, so viel dazu. Noch ein Hinweis, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Wenn Sie Interesse haben an den OPCOR Companion Specifications, dann können Sie Kontakt aufnehmen, natürlich mit dem VDMA R&A, oder aber eben auch einen Download machen, um die Companion Specification, zum Beispiel Part 1 und die anderen, die Sie heute auch alle sehen, hier etwas genauer zu betrachten. Ja, IDTA, Industrial Digital Twin Association. Das ist der Verband, den wir gegründet haben. Ich habe die Folie mal aufgelegt, damit Sie sehen, wir sind jetzt, ich glaube, 70 Firmen, die Teilhabe haben an der IDTA mittlerweile. Und Sie können selbst schon, das haben Sie getan, die Namen lesen. Mein Kollege Sudip, der wird nachher noch ein bisschen genauer darauf fokussieren, wer da alles drin ist und warum das so ist. Und vielleicht ganz wichtig, weil ich auch aufrufen möchte, einfach zum Mitmachen. Das heißt also, diese vielen Mitglieder, die wir haben, verteilen wir auf Arbeitsgruppen. Das heißt also, wir sind eine sehr starke Community, die hilft eben, diese Asset Administration Shell mit ihren Submodellen zu kreieren, zu standardisieren in Open-Source-Prozessen und so weiter. So, das heißt, wir haben ein sehr starkes kontinuierliches Wachstum, das sind 2 bis 3, eher fast 3 zusätzliche Mitglieder pro Monat, die wir aufnehmen, kontinuierlich. Ja, wir sind jetzt im Juni, haben 70 Mitglieder, also ich denke, da ist der ein oder andere noch dazugekommen. Sehr erfolgreich,
Und wir haben auch einen Support natürlich bekommen von der Bundesregierung, um den Startup hinzulegen mit der IDTE. Warum, kann ich Ihnen in der nächsten Folie zeigen. Weil wir nicht mit was ganz Neuem beginnen. Der ein oder andere hat das schon mal gehört. Digitaler Zwilling sowieso, aber Asset Administration Shell, wo wir ein bisschen jetzt noch drüber erzählen werden, wahrscheinlich auch. Das Ganze hat seine Wurzeln bereits 2011. 2011 wurde auch eine Initiative gegründet, um eben diesen digitalen Zwilling drumherum. In der Plattform Industrie 4.0 ist Ihnen wahrscheinlich auch ein Begriff. Da wurde schon sehr viel Vorarbeit geleistet. Diese ganze Vorarbeit, die ist nicht verloren, sondern die mündet in unsere Association, in die IDTE hinein. Wichtig ist, hier nochmal zu schauen, Founding 2020. Und heute, was wir Ihnen heute zeigen, diese neue Architektur, wir sind knapp oder gut ein Jahr dahinter. Und wir haben all dieses Paperwork, was entstanden ist in der IDTA. Wir haben so einen Slogan, der heißt Hands on Machine. Das heißt also, wir wollen dieses Thema realisieren. Das sehen wir heute an den Maschinen, die wir heute ausstellen. Und dieser Demonstrator, den sehen Sie auch hier live am Messestand. Und der zeigt genau diese neue Architektur, die Verbindung von der Asset Administration Shell zu OPCOA und vice versa. Ja. Auf der nächsten Folie gehe ich jetzt mal ein bisschen mehr ins Detail. Wir werden uns also so Stück für Stück in die Details runterarbeiten. Mein Kollege Sudip Adikadi wird ein bisschen mehr in die technologischen Details und die Strukturen reingehen. Nur mal so an der Oberfläche. Die Definition digitaler Zwilling, auch vielleicht schon mal gehört, aber ich möchte es einfach noch mal in Erinnerung rufen. Das heißt, wir haben ein physisches Asset und es ist auch egal, was das am Ende ist, ob das eine Kamera ist, ob das eine Achse ist, ob das eine komplette Maschine ist. Wir möchten dieses Asset allerdings digital begleiten. Und zwar so gut wie möglich, und jetzt referenzieren wir nochmal auf den Eingang, so gut wie möglich heißt up to date mit allen Themen, die während des Lifecycles auftreten. Die Asset Administration Shell ist gleichsam die Technologie dahinter, mit der wir diese Anschaltung machen. Das heißt, die ist dazu da, den digitalen Zwilling zu realisieren. Wie wir das machen, komme ich gleich drauf. Wir haben hier als Beispiel mal eine AAS, eine Asset Administration Shell, um einen Roboter oder irgendeine andere Maschine gelegt. Das heißt also, wir wollen dieses Device vollkommen erfassen, digital. Was bedeutet das und was ist der Unterschied? Und das muss ich ganz klar nochmal rausstellen, weil da gibt es sehr, sehr, sehr viele Missverständnisse, die kursieren. Und wir wollen natürlich auch damit aufräumen. Das eine ist OPCOA, das andere ist Asset Administration Shell. Und die Frage ist immer, was hat das eigentlich miteinander zu tun? Ja, sind es eventuell konkurrierende Systeme oder was hat man damit vor? Und die Antwort ist klar, nein. Die ergänzen sich und zwar auf eine wunderbare Art und Weise. Das heißt, fange ich mal an mit dem digitalen Zwilling, wenn ich sage, über den Lebenszyklus. In dem Moment, wo ich als Maschinenbauer meine Maschine zu meinem Kunden bringe, habe ich sie nicht mehr, ich habe sie auch nicht mehr in meinem Einfluss. Vielleicht muss ich noch Service dafür machen und folgende Dinge, aber ich habe sie eigentlich nicht mehr bei mir im Einfluss. Und mein Kunde, der möchte einen Benefit haben von der ganzen Digitalisierung. Der Benefit der Digitalisierung liegt im Sammeln natürlich von wesentlichen, wichtigen Informationen. Wir reden ja nicht über Daten, wir reden ja über Informationen. Also semantisch sauber lesbare, sauber definierte, spezifizierte Daten in einer Informationsstruktur. Das heißt, es beginnt bereits, das müssen wir sehen, in Planning and Development. Das heißt, es gibt bereits während der kompletten Planung wesentliche Informationen, die ich nachher verwenden werde. Aus dieser Planung heraus, aus diesen technischen Daten, entsteht mein digitales Typenschild. Das heißt also, die Abstraktion von Informationen während der Planungsphase tragen dazu bei, im digitalen Zwilling bereits diese Informationsmodelle, die Daten zu sammeln. Das heißt, wir reichern den digitalen Zwilling bereits während der Planungsphase an. Das endet, da reden wir heute alle drüber, Recyclingprozesse. Wir müssen sehen, dass wir unsere Dinge, die wir auf die Welt bringen, auch wieder sauber recyceln. Wenn ich keine Informationen über das Asset habe, dann fällt es mir unglaublich schwer, einen Recyclingprozess nachzuschalten. Das ist fast unmöglich. Jetzt sehen Sie, dass ich hier in der Farbe Rot, das möchte ich rausgreifen und da hangeln wir uns jetzt entlang, diesen Operational Part. Das heißt also, in dem Moment, wo ich mein Asset geboren habe, es verkauft habe, beginnt es eben im Operational Mode zu sein. Und im Operational Mode haben wir OPC Company Specifications,
Was Sie hier rechts neben mir sehen, das Thema UMATI, das ist die, ich sag mal, standardisierte Sprache Machine-to-Machine. Das heißt, im operationellen Fall sprechen wir OPCA Companion Specifications. Aber was Maschinen so alles untereinander reden, ist wahrscheinlich nicht komplett interessant für eine Asset Administration Shell. Wir würden es auch vollkommen überfordern mit all diesen Daten, die während der Operation geschehen. Es gibt aber substanziell wichtige Informationen, Service. Das ist genau unser Fall, den wir ausrollen würden. Da möchten wir in Daten Informationen sammeln. Weil der Gesundheitszustand einer Maschine hängt auch davon ab, welche Probleme sie während der Laufzeit hat. So, jetzt gehen wir mal rein, fokussieren mal auf diesen operationellen Fall. Was wir hier sehen, das ist der Inhalt der Asset Administration Shell. Der Inhalt der Asset Administration Shell sind sogenannte Submodelle. Das heißt, wir zergliedern in, ich sag mal, praktikable, handhabbare, Use-Case-orientierte Situationen unsere Submodelle. Was Sie hier farblich markiert sehen, ist eben das, was wir für die Demonstration, das ist der Anfang eines Showcases, den wir ausrollen wollen, verwendet haben. Wir sehen hier auf der Seite Digital Nameplate. In der Digital Nameplate sind alle Informationen über die Maschine schriftlich hinterlegt. Es ist vielleicht sehr wichtig, darauf zuzugreifen, insbesondere in einem Servicefall. So, das nächste, was wir haben ein Subtemplate, das heißt Service Order Creation. Das existiert bereits. Das heißt, es deckt alle diese Features und Möglichkeiten ab, Datensammlung, die für eine Service Order Creation wichtig sind. In blau markiert, weil sie sind wesentlich, nicht ausschließlich, statisch angelegt. Dann haben wir auf der rechten Seite auch aktive Funktionen. Das heißt also, die zum Beispiel während des Lebenszyklus über OPCOA in die AAS gespielt werden können. Dieses Submodell entwickeln wir gerade. Der Showcase existiert schon, aber wir sind gerade mitten in der Entwicklung. Das ist ein ganz wichtiger Prozess. Das heißt, wir haben hier ein Submodell, das ist gleichsam das Schlüsselloch, durch das wir gucken. Und da wollen wir alle Informationsmodelle sehen, die bereits in der Maschine existieren. Alle standardisierten Companion Specs und deren Informationen, die für die AAS wichtig sind. Also wie gesagt nochmal, nicht alles, aber wir gucken durch das Schlüsselloch, wir rufen rein und fragen letztendlich in unserem Netzwerk, gibt es überhaupt OPCOA Companion Specs? Und wenn ja, dann bitte sofort onboarden, sofort anschalten. Das heißt, kein händisches Datenmanagement, keine händischen Aktionen, weil wir standardisiert das alles vorbereitet haben, weil in den Companion Specs die Modelle bereits existieren. So, jetzt gehe ich eine Stufe tiefer, sieht man nachher die wesentliche Information. Hier ist eben wieder die AAS, das ist mein Schlüsselloch, runter zu den OPCA Companion Specs. Wichtig ist, hier geschieht in der Ebene Asset, ist es ein Asset Interface Modell, generell. Generisch beschrieben und oben habe ich die Asset Administration Shell, sozusagen derjenige, der mir die Performance überhaupt gibt, Informationen, Daten sauber zu speichern, heißt also eben auch hier standardisiert. Das heißt, wir haben Standards OPC oder Companion Specs, wir haben standardisierte Submodelle in der Asset Administration Shell. Wenn das alles so funktioniert und wir die Standards verwenden, und das ist ganz wichtig, wir müssen die Standards verwenden, dann sind wir sofort im Onboarding. Die ganze Arbeit, das zeige ich auch später gleich nochmal, was das bedeutet, die fällt weg. So, ich habe immer gesagt Schlüsselloch, genau deswegen. Alleine der R&A, der sehr früh begonnen hat, 2015, Supratec, richtig, 2015 haben wir begonnen, die ersten sozusagen zu erfinden, zu denken, sind, ich glaube, wir haben 6 Companion Specifications im R&A. Das heißt, wir haben 2 in der Bildverarbeitung, Part 1, Part 2. Wir haben 2 in der Robotics und wir haben 1 in der IAS. 2 in der IAS, also haben wir 6 OPCA Companion Specifications und die wollen wir natürlich sehen. Wir können aber natürlich noch mehr von diesen OPCA Companion Specs sehen, die außerhalb des VDMA R&As standardisiert erzeugt worden sind. Sie folgen ja letztendlich dem gleichen Standardisierungsmuster. So. Damit ich auch jetzt schnell und gleich übergeben kann, habe ich nur noch eine einzige Folie und das ist, ich bin ja immer daran interessiert, den Leuten mitzugeben, nicht, dass das, was das alles technisch kann, sondern was bedeutet das für mich im Business Case. Wenn wir zu unseren Manager gehen, müssen wir einen Business Case haben und müssen den öffnen, müssen sagen, was haben wir denn davon? Viel Technik, die miteinander reden kann, das ist ja
kann schön sein, aber am Ende des Tages wollen wir einen Benefit haben. Ich hatte es eben schon mal angedeutet, fragen Sie mal einen großen Betrieb, der mehrere Linien hat und der möchte eine digitale Anschaltung seiner Linien haben. Ich habe mit diesen Maschinenbauern gesprochen, ich habe auch mit den Endusern gesprochen, die diese Linien betreiben. 80% ihrer Investition, ihrer Zeit, ihres Geldes verbrennen sie am Ende mit Data Preparation. Sie müssen das alles aufbereiten und sie müssen es jedes Mal neu machen, weil sie machen das zu Fuß und das heißt, sie wiederholen immer wieder diesen Teil. Es ist Non-Standard an der Stelle. So, wo wir aber hinwollen, das heißt, sie haben am Ende für Value Creation einen kleinen Teil. Das folgt der 80-20-Regel natürlich, sehen Sie schon. Wo wir aber hinwollen ist, wir wollen in der Data Integration so klein wie möglich werden, damit wir in unserem Investitionsbudget maximal viel Luft haben für digitale Value Creation. Das ist doch das Ziel. Ja, wir wollen neue Werte in der Digitalisierung schöpfen. Und warum geht es? Und hier steht es, Gain of Efficiency. Wir haben eine Open Technology, die wir entwickeln, zu der wir das gleich erzählen. Wir haben einen Standardisierungsprozess und wir haben Interoperabilität. Ja, wir haben ja hier auch ein Interoperabilitätsforum heute und in den letzten Tagen gehabt. Also muss ich nochmal das Wort auch in den Mund nehmen. Interoperabilität haben wir hier geschaffen, nicht nur semantisch, weil wir letztendlich die Companion Specifications auch inhaltlich verstehen. Wir müssen sie auch physisch ja natürlich anschalten können. Das heißt also strukturelle Interoperabilität. Wir müssen die Strukturen aufbauen, damit ich überhaupt letztendlich diese Knotenpunkte der verschiedenen Devices überhaupt erreichen kann. Das klingt so einfach, muss aber alles vorbereitet werden. Und nur dann, wenn Sie das vorbereiten und haben auf beiden Ebenen, es gibt noch mehr Ebenen, haben Interoperabilität, nur dann haben Sie den Garant dafür, dass das auch funktionieren wird. So, jetzt gehen wir ein bisschen in den Deep Dive. Ich übergebe an meinen lieben Kollegen. Sudip? Ja, vielen Dank, Horst. Ja. Wir reden heute über digitaler Zwilling, Digital Twins. Was ist Digital Twins? Ne? Also, was ist der Begriff Digital Twins? Was ist Asset Administration Sales? Ja? Und wir, wie der Horst heute erzählt hat, ich werde heute ein bisschen über das gesamte Lebenszyklus hinaus, ein bisschen über die Asset Administration Sales Verwaltungsschale erzählen. Horst, du hast über mich schon erzählt. Mein Name ist Sudip Adhikari, ich bin Projektmanager bei der ITTA und ich bin beschäftigt bei den Working Groups, Open Technology, Submodels, wie du jetzt schon erzählt hast. Und bevor ich in Deep Dive gehe, würde ich gerne erzählen, was ist eigentlich Industrial Digital Twins? Und wie wir hier sehen, das ist eigentlich Industrial Digital Twins. Sie sind Industrial Digital Twins. Alle Endnutzer, aller Software-Developer. Jeder ist ein Digital Twin. Jeder ist eine Verwaltungsschale. Weil derjenige, der jetzt in Industrie 4.0 bewegt, muss durch diese Verwaltungsschale vorbeigehen, durch diese Asset Administration soll vorbeigehen. Wir haben, wie Sie sehen, wir haben jetzt seit letzten Monat Microsoft, eine große Software-Developer, wir haben jetzt Prozessindustrie-Ikoner, wir haben Accenture, wir haben Helga, wir haben VDMA, CPOI, die ganze Organisation ist da und die bewegt sich in diese Richtung, digitale Zwilling Richtung Industrial Digital Twins. Und diese Struktur aus diesen 69 Mitgliedern macht diese Organisation eine Struktur, gibt eine Struktur und da sind Members, also die Mitglieder, dann haben wir ein Board, Host, Sie sind in dem Board, dann haben wir Advisory Board und dann haben wir Geschäftsstelle und darunter haben wir die Technologie und Scaling Gruppe. Das heißt, da ist diese Open Technologie, da ist diese Shop Model Gruppe und dann Quality Management, das heißt, am Ende muss man geprüft werden, dass es eine richtige ist. Und dann haben wir noch hier Training, das heißt, diese ganze Digital Twins, diese Asset Administration muss irgendwie industrialisiert werden. Jeder muss das wissen, was ist eigentlich Digital Twins, was ist ein Asset Administration Set. Und das machen wir bei Working Group Training. Und dann haben wir Use Cases, du hast vorhin über Business Cases geredet. Ne? Und da haben wir diese Arbeitsgruppe Use Cases und dann die ganze Marketing-Thema über die Verwaltungsschale Asset Administration Set. Ja, was sind unsere Mission? Wir haben gesehen, wir haben Working Group Shop Models, wir haben Working Group Open Technologie, wir haben Working Group Use Cases, Business Cases, aber worauf müssen wir hin? Und was ist eigentlich, was macht uns
so wichtig, dass wir Digital Twins Industry 4.0 vorantreiben. Und da müssen wir unsere globalisiert werden. Das ist eine global. Wir haben gesehen, diese Pandemie hat uns sehr lange betroffen. Ja? Wir müssen sehr viel davon leiden. Und deswegen diese Digitalisierung, diese Asset Administration Cell macht uns nur weiter, wenn wir diese globalisiert haben. Oder wenn wir offen sind, wenn wir alle zur Verfügung stellen, wenn wir Open Source Software haben. Ja? Und, oder wenn wir auf dem GitHub sind, wenn Sie wissen über GitHub, Eclipse Foundation. Das ist unsere Technologie, unsere Vision, unsere Ziele. Und dann haben wir über Business Cases geredet, über Use Cases geredet, dann haben wir Trainingprogramme. Das sind unsere Missions von Digital Twins, Industrial Digital Twins Association. Jeder redet von digitaler Zwilling. Wenn wir hier fragen, wenn Sie fragen, was ist ein Digital Twins, dann sagen Sie eine Abbildung von einer von physischer und virtueller Bild. Aber das ist nicht nur eine digitale Twin, das muss eigentlich standardisiert werden. Ne? Und deswegen sind wir jetzt diese Industrial Digital Twins und das ist unsere Aufgabe, das zu standardisieren, das zu nutzen, ja? Dass jeder ohne Probleme, ohne Gefahr, dass diese Digital Twins Asset Administration dann nutzt am Ende, ne? Als Endnutzer. Und genau deswegen sind wir da und diese ganze Story zu entwickeln und dieser ganze Prozess zu entwickeln. Und wie Sie hier sehen, eine Asset Administration Cell ist nicht nur ein intelligenter Objekt, sondern diese Wasserflasche kann auch eine Digital Twin sein. Ne? Wie sage ich es Ihnen gleich? Wir sehen hier einen Roboterarm, ne? Der hat einen Namen, eine Holder und dann Pizza, wie Sie jetzt Wasserflasche sehen und dann gibt dann da drum von Planning bis zu, wenn Sie Ihre Gedanken was haben, das alles dann entwickelt sich dann richtig Richtung digitaler Zwilling und genau und dann sehen wir hier diese ganze Prozessschritte, ja, von Planung, von Ihren Gedanken, Sie machen Brainstorming, ja, Sie sind bei Ihrem Unternehmen und dann sehen Ihre fünf Kollegen, die reden gerade digitale Zwilling, dann kommen sie so und fragen sie, was ist digitale Zwilling? Wie machen wir das? Na, das ist da fängt so ein digitaler Zwilling an, da fängt so ein Asset Administration Cell an. Und dann machen sie eine Planung. Und dann kommt eine Konstruktion. Wenn Sie jetzt eine Wasserflasche konstruieren würden, dann brauchen Sie eine Planung. Na? Und dann machen Sie so, dann machen Sie eine Predictive Maintenance, dann machen Sie eine Operation. Da, das heißt, wenn wir hier sehen, wir haben hier ein gutes Beispiel, rechte Seite, da, ne? Und wir haben Sensoren und die ganzen Daten, die aus der Realtime kommen, über die Operation, Production, und da kommt diese OPC-Uhr nochmal das Thema, und dann haben wir noch Predictive Maintenance und dann bis zu Recycling. Ne? Das ist der gesamte Lebenszyklus hinaus, kommt diese Verwaltungshalle. Und was wir heute haben, das ist ein Applikation-driven ist, das heißt, das ist ein specific Lifecycle-Element ist, und dann, was unser Ziel ist, das ist dann standardisiert eine komplette Lebenszyklus hinaus, dass wir eine Verwaltungshalle dann entwickeln. Host, du hast vorhin angesprochen über Business Cases, Use Cases, ne? Und jeder muss sicher sein, ne? Wenn wir was Geld investieren, will ich auch Profit haben. Ich will auch sicher sein, es muss eine Sicherheit geben und dass das auch am Ende eine Leistung bringt. Und wie Sie hier sehen, wir haben jetzt unseren Prozess, unsere Use Cases in drei Themen ausgegliedert. Eine ist Global Impact, zum Beispiel Product Carbon Footprint, ne? Dekarbonisierung, Circular Economy zum Beispiel oder zum Beispiel Energy Monitoring. Also, oder Smart Manufacturing, wie zum Beispiel, wenn wir hier sehen, auf der rechten Seite, dieser Service Order Creation Demonstrator, da sehen wir wir müssen unsere Komplexität reduzieren, ja, über die Verwaltungshalle. Das muss einfacher sein, schneller sein. Oder zum Beispiel Asset Compatibility, da reden wir von Asset Onboarding oder Sensor 4.0 Themen. Und das macht dann diese ganze Use Cases, diese ganze Business Cases, muss dann definiert sein, das muss dann standardisiert werden und die machen wir dann über die Submodelle, wie Sie hier sehen, auf der linken Seite, das sind die statische Lifecycle-related Submodelle mit Digital Nameplate Host, du hast vorhin schon erzählt, ein bisschen näher eingegangen und dann haben wir auch hier zum Beispiel Service Order Creation, ich werde dann nächsten Folien ein bisschen nah eingehen.
oder wir haben dann aktive dynamische operational data wie OpenCUA, Sauber Dataset oder MTP für die Prozessindustrie, Module Type Package oder Time Series Data eben. Ne? Und wie entstehen diese Teilmodelle? Wir haben diese Package Explorer, da werde ich nochmal in den nächsten Folien eingehen, aber wie Sie sehen hier auf der rechten Seite, diese Package Explorer, die ganzen Teilmodelle mit Time Series Daten, die Operational Daten und das sind dann dieses Hobby oder Creation Demonstrator, das ich jetzt hier gezeichnet habe für die Business Cases Smart Manufacturing. Genau, Sie sehen eine Use Cases, eine Business Cases. Und zwar, Sie haben hier Anlage sehen, ne? Die Pressespinner drucken wir jetzt gerade aus und dann der geht kaputt. Das heißt, der gibt Alarme über den Verwaltungshalle, in dem Fall Sauvage Order Creation. Ne? Das ist eine gute Use Case, was wir vorhin geredet haben, über die Sauvage Order Creation. Und das macht dann, gibt eine neue Sauvage Ball aus. Ne? Und das wird dann über die Cloud Repository, über die Cloud hinaus, werden dann neue Tickets erstellt, automatisch über die digitale Zwilling, über die Asset Administration Cell. Und dann, genau, dann haben wir eine gute Beispiel, ein Use Case von Sauvage Order Creation. Wir sind wir sind in Frankfurt, in Leonidstraße 18 sind wir. Und die ganze Submodelle, die ganze standardisierte Submodelle, die sind aktuell auf unserer Homepage zu sehen. Wie zum Beispiel Contact Information, das ist das erste Submodell aus. Letzte Woche haben wir jetzt Spezifikation veröffentlicht. Dann haben wir auch Simulation, das was in den nächsten Monaten kommt. Dann haben wir Capabilities, Digital Nameplate und die ganzen Submodelle, die registrierten Submodelle, also Verwaltungsschale, können Sie dann bei uns auf der Homepage hier industrialdigitaltwins.org sehen. Genau. Und wir haben diese ganzen Submodelle, müssen wir standardisiert werden, wie ich es jetzt vorhin gesprochen habe. Und dafür gibt es unsere definierte Prozess. Das heißt, Sie als Unternehmen, Sie als Organisation, Sie als Einzelperson haben eine Idee, Sie wollen einen digitalen Zwilling standardisieren. Das heißt, Sie füllen sich einen Antrag und lassen Sie uns bei uns auf der Office zukommen. Das heißt, wir haben diesen Prozess definiert und diese Submodelle werden dann durch eine Arbeitsgruppe wird gegründet und dann diese Arbeitsgruppe wird dann am Ende nach definierter Prozess und definierter Zeit und bestimmter Zeit dann dieser Submodell weiter veröffentlicht. Ja, und dafür haben wir diesen definierten Prozess, dafür haben wir Public Track und Private Track. Genau, wenn Sie Fragen haben, dann können Sie es gerne bei mir melden. Dann haben wir diese Open Source Development. Diese ganze digitale Zwilling, diese ganze Asset Administration Cell muss offen sein, für jeden verfügbar sein. Und die ganze Source Code finden Sie auf GitHub und wir sind Mitglied von Eclipse Foundation, das heißt, wir haben diese Top Digital Twin Top Level Projekte auf Eclipse Foundation, das heißt, die ganze Asset Administration, Cell Package Explorer werden dann hier bei Eclipse Foundation entwickelt. Genau, wir haben Shop-Modelle, wir haben Source Code, wir haben Informationsmodelle, aber das muss eigentlich eine qualifiziert sein. Das muss eigentlich eine bestimmte Anspruch haben und dafür haben wir dieser Quality Management bei uns auf der ITTA. Und das heißt, dieser ganze Source Code, diese ganzen Teilmodelle werden dann qualifiziert und dann von ITTA eine Approved bekommen. Genau, das war's von meiner Seite. Wenn Sie Fragen haben, können Sie sich gerne bei mir melden oder bei uns auf der Office Dr. Christian Moos und Mike Milban, die führen die Organisation und können Sie sich gerne bei denen melden. Ja, danke schon und let's go digital.